Kampfsport. Why did you rip off our T-shirt design? Ich möchte da zurückverweisen auf das gute alte Made in Germany, das die Engländer ja damals das eingeführt haben, um den Leuten zu sagen, sie sollen keine deutschen Waren kaufen. Und dann wurde es zum Qualitätsmerkmal. Und genauso ist es halt auch mit unseren Shirts. So, wir hatten das eigentlich zuerst. Und ja. Nee, vom CD-Cover ganz zu schweigen. Das CD-Cover ist einfach mal unseres. Das ist aber auch normal so bei englischen Bands. Das ist halt so, die essen den ganzen Tag Fish and Chips. Da ist nicht besonders viel Vitamin A, B, C, D drin. Mit der Kreativität, das kennt man ja. Kreativität kennt man in England. Schwierig, ist schwierig, eher schwierig bei denen. Ist ja nicht so, als hätten die irgendwelche anderen Musikrichtungen mal erfunden. Es gibt schon Engländer, die gar nicht so dumm sind, so, aber bei Apologies I Have, dann merkt man halt, dass halt total viel Wind von Sibirien und mehr Wasser. Pommes mit Essig, ich glaube, das ist das Problem, ey. Das ist das echte Problem. Womit wir jetzt völlig von der Frage, glaube ich, abgelenkt hatten und jeder hat vergessen. Ich finde aber auch generell Pommes nicht so geil. Ja, also um die Frage zu beantworten, Pommes mit Essig sind nicht so geil. And who is the gruffest in Kampfsport? Ich glaube eher eigentlich, der meinte, wer von uns den kratzigsten Bartwuchs hat. Ach so. Roughest. Ja, das kann sein. Das so. Ich habe ja diesen Rasierer jetzt in der Hand. Genau. Und kann das quasi ändern. Du kannst es beheben. David ist ja auch eher so, es gibt ja... Also ich hole mal weiter aus. In den letzten Jahren hat sich ja dieser Trend irgendwie durchgesetzt, dass so Punkrock-Bands Baumfällerhemden und 3-Tage-Bart haben müssen. Und bei uns ist das mehr so Zufall. Der David ist einfach zu faul, um sich zu rasieren. Okay. Und wir Meier-Brüder, wir haben einfach so, wir rasieren uns und dann ist irgendwie 3 Stunden später sind wir da beim Konzert und haben schon wieder so einen Bart. Ja, mega den Bartwuchs. Das ist wie bei den Simpsons, wo sich Schumacher rasiert. Dann ist das so gelb und eine Sekunde später. Und deswegen würde ich sagen, sind die Meier-Brüder, also die Richard roughesten. Und ich, sind die roughesten in der Welt. Der Max ist auf jeden Fall so der softeste. Ich glaube, der hat wunderschöne, weiche Haut. Da kann Ich glaube, der trägt morgens immer so sein 3-Tage-Bart auf mit so einer Lotion. Genau. Also, der ist, glaube ich, nicht so echt. Hautcreme, die ihn so pflegt. Dass der auch in 70 Jahren noch aussieht wie ein kleines Baby. Ja, das denke ich auch. And what year is it and who's the president? Das ist eine gute Frage. Welches Jahr ist es und wer ist Präsident? Also ja, weiß ich nicht. Also ich würde sagen, Präsident ist auf jeden Fall Safford Beetlebox. Präsident ist Clemens Tönnies. Nee, Safford Beetlebox. Ach so. Das ist doch der Präsident in Per Anhalter durch die Galaxis. Ja, stimmt. Der Zweiköpfige. Also, der ist ja eindeutig Präsident. So, das ist ja vollkommen klar. Und, Von Schalke ist Clemens Tönnies. Ich weiß gar nicht, ob der Präsident ist. Der ist doch auch so ein Wurstfabrikant. Ist ein Wurstfabrikant, ne? Ganz schön. Jetzt schon unsympath. Jetzt schon. Ja, das ist mir auch ziemlich peinlich. Ja, aber er hat den Leon Goretzka weggekauft aus Bochum. Geil, insofern. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Hat er nicht alles falsch gemacht. Um die Frage zu beantworten, guck mal, Fleisch ist Mord. Richtig.